Ja, und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Los geht's. Weil, wie gesagt, wer weiß, ob irgendwas beim Startup passiert. Also, ja. Freunde online. Einer. Einer von allen. Ich habe keine anderen Freunde. Egal. Ich habe ein paar Sachen offscreen gemacht hier bei Super Smash Bros. Und zwar. Ist mehr oder weniger Vorbereitung gewesen. So, Software Update verfügbar. Okay, muss jetzt aber noch nicht. Wenn du den Konsole spielst, dann hältst du einen Geistpartner. Okay, habe ich nicht. Alles klar, boah, ist halt laut. Also Fernseher. Okay, hat sich einiges getan und zwar hier, guckt euch das mal an. Herausforderer, ja, ich habe nämlich folgendes gemacht. Schaut euch das mal an. War noch mal weitere Modi, ne? Multi Smash. Und zwar habe ich 100er Smash gemacht mit allen Charakteren, die ich bisher habe. Und wo man das sieht an der Medaille, da finde ich richtig gut an diesem Spiel. Ja, ich habe das mal auf Screen alles gemacht mit jedem Charakter und ja, hat ein bisschen gedauert, habe so einen ganzen Tag oder so dafür gebraucht und ja, hätte ich vielleicht aufnehmen soll, weil war ganz schön viel Rage, weil einige Charaktere oder die meisten Charaktere jedenfalls musste ich fast jeden Charakter diesen Modus zweimal machen, weil ich nie beim ersten Mal geschafft habe, nur so am Ende irgendwie ging es wieder und ja, da war ein bisschen nervig und ich war ein bisschen Rage gefüllt und ja, nach ungefähr jeden zweiten Mal, nachdem ich mit einem Charakter halt abgeschlossen habe, kam ein neuer Herausforderer und ich habe eine Menge Herausforderer gesehen und wenn das jetzt alles so funktioniert wie jetzt, wie ich mir das vorstelle, dann können wir heute eine ganze Menge Charaktere in diesem Part freischalten und ja, ich glaube, ich muss immer erst dazwischen ein paar Kämpfe machen, ne? Ich habe die Charaktere natürlich nicht freigeschaltet, wie man gerade gesehen hat. Ich habe mich einfach nur von der Klippe gestoßen, nachdem ich die Herausforderung bekommen habe und ja. Ich hatte euch dann irgendwie gewundert, hey, wo kommen die ganzen Charaktere? Also ich kenne sowieso alle Charaktere, die in diesem Spiel vorkommen. Also ist jetzt nicht so, als würde ich jetzt da einen neuen Charakter sehen und sagen, von dem habe ich ja jetzt nicht gewusst, dass der in diesem Spiel ist. Also ja, habt ihr irgendwie nicht irgendwie eine Überraschung von mir oder so verpasst. Aber ja, wir spielen die ganzen Charaktere hoffentlich heute noch frei. Und ja, der erste Charakter wäre dieser hier. Das ist anscheinend nicht die Anordnung, in der ich die freigeschaltet habe. So. Und ja, der Vorteil ist, kann mir natürlich jetzt ausruhen, wen ich nehme, ne? Man sah jetzt nach einem von zwei Charakteren aus. Ich weiß jetzt aber nicht, welcher genau. Nehmen wir Zelda. Also auf jeden Fall eine Prinzessin. Ja, das könnte sie gewesen sein. Ja, es war sie. Ich sage das, weil noch eine andere Prinzessin spielbar ist in diesem Spiel. So, boom. Also ein ganz kleiner Mann. Ah, nee, gegen die haben wir ja schon mal versucht zu kämpfen, ne? Und ich bin dann, glaube ich, verreckt. War das nicht so? Ich glaube, so war das, ne? Boom. Oh ja. Oh, er war sowas von ich, wollte schon sagen. Peach kämpft nun mit. Cool. Und wir können sogar alle nacheinander freispielen. Okay, das heißt, in diesem Part werden wir eine Menge Charaktere freispielen. Ja, guck mal, wie der ist. Das ist genau die Reihenfolge, in der ich die freigespielt habe. Wen nehmen wir gegen ihn? Ich glaube nicht, dass ich schon alle Charaktere dadurch freischalte. Paar habe ich glaube ich noch nicht gesehen, aber mal schauen. Wen nehmen wir hierfür? Natürlich den Falken. Wir müssen Fäuste aufeinander prallen, also. Ryu. Ja,
Ich hau mich doch hier so weit von aus der Arena irgendwann aus Versehen. Ja, ich habe dutzende Meldungen bekommen, dass ich diesen Charakter bekommen habe, aber wollte ihn natürlich nicht freischalten ohne euch, also komm schon. Muss ja schon irgendwie mitten in der Aufnahme sein, also kann ich ja gleich privat spielen. Na Dreck, ich werde den so nicht treffen. Oh nein. Komm schon. Ich weiß nicht, was wir verlieren, ob ich dann eine Herausforderung mehr hier bekämpfen kann oder so. Ach komm schon. Und raus mit dir. Dich. Ryu kämpft nun mit. Ja. So wird also den ganzen Part jetzt hier laufen. Okay, noch eine Herausforderung. Boom. Da ist ein Fire Emblem Charakter auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, welcher von den beiden, weil es gibt zwei mit einem Stirnband und stacheligen Haaren. Also immer Marv. Auf jeden Fall. Ja, freue mich. Ist Alikos Path of Radiance. Oh, das Ikes Thema. Doch, Mann. Der gibt mir hier vor, was merke ich gerade. Radiant Hero, ich bin der Heldenking. Hallo. Bist du eigentlich? Oh Gott. Hätte das für mich gewesen sein. Und Bams. Sehr gut. Oik. Auch einer meiner Mains. Und gut, wir können jeden einzelnen so freischalten. Und da haben wir einen Newcomer. Wen nehmen wir dagegen? Welcher würde denn dagegen passen? Weiß ich nicht. Komm. Ryu. Ganz im Weiß. Ich glaube, ich auch eine seiner Kostüme, ne? Ich habe keine Ahnung, wie man Ryu spielt, also. Ja, Simon Belmont aus Castlevania. Man kann ja auch so, genau. Wenn man einfach einen, wie nennt man das, Dreiviertelkreis? Naja. Mach nicht. Okay. Ich geh grad nicht hin. Okay, der macht mich ganz schön fertig. Dreck. Der macht mich ganz schön fertig. Hallo? Ja. Gott verdammt. Aber ich kann weitermachen, aber gegen einen anderen Charakter. Boxer, wen nehme ich denn dagegen? Wie ein Charakter kriegen wir schon mal nicht erstmal. So ein Charakter ist nichts ohne einen Trainer, also. Komm her. I'll make you fit into a coffin. Ihr müsst euch mal wie Fit Trainer Memes angucken, das ist so geil. I'll make you fit into a coffin.
Or take a deep breath. It will be your last one. Ich bin so gut, als ich alle gesehen habe. Boah, welche waren dann noch? Das sind natürlich wieder alle jetzt vergessen. Feel the burn in hell. Ich habe irgendwie, weiß ich nicht, stundenlang mir gestern irgendwie Memes angeguckt von Smash Bros. Das ist, ich habe viel zu viel Zeit damit verballert. Oh. Du kommst doch und willst versuchen, mich hier wegzuhauen mit dem. Oh, du hast ihn gerade mehr. Gut. Komm raus. Dann nicht. Wir haben den Little Mac freigeschaltet. Bin ich gut, dass das so funktioniert. Okay, wieder ein neuer Newcomer. Hoffentlich kriegen wir die. Ich habe erst gedacht, ich muss immer Kämpfe dazwischen noch machen, irgendwie damit. Damit ich die herausfordern kann, aber anscheinend nicht. Ja, Melinda, ja. Ja, in der englischen Version heißt sie Isabel, glaube ich, ne? Ja. Irgendwie die Bürgermeisterin von irgendeinem Animal Crossing Game, so wie ich das mitbekommen habe. Oh. Mein Baum gerade. Ja. Ja, ich habe auch so was, ja. Sehr gut. Naja, in seine Forward Smash ist jetzt nicht so gut. Aber das ist auch Radieschen. Die ist auch so ein ganz kleiner Klon, ne? Vom Bewohner. Ja, jawohl. Victory Dance. Melinda kämpft nun mit. Okay, nächster. Und das ist der unglaubliche. Da konfrontieren wir den mal mit einer besseren Rollenspielserie. Ike. So, jetzt haben wir Path of Radiance und Radiant Dawn. Ike, mein Gott, die sehen aber echt. Der neunte Teil ist, glaube ich, der einzige Fire Emblem-Teil, den ich nie gespielt habe. Also, so ist halt mein Ike, also mit den roten Klamotten. Ich habe immer rot Klamotten Ike gehabt. Ich glaube, das war der, ne? Ja, ich muss Fire Emblem 10 Ike spielen. Fire Emblem 10 ist halt meine Lieblingsspiele. Den neunten Teil habe ich ja nie gespielt, also. Muss ich ja diesen Ike spielen halt. Könnte sehr schnell vorbei sein, weil du halt so nah an der Ecke bist. Komm her. Ja, sogar die Stimme ist sich geändert. Ja, so spielt man Ike. Man muss so viele aggressive Schulk kämpfen mit. Man muss so viele aggressive Töne wie möglich von eingeben, dann wird man mit Ike besser. Das habe ich herausgefunden. Nur ein neuer Gegner, noch ein Fire Emblem Charakter. Kenne ich schon an das Schwert. So, müssen wir wieder Marv spielen halt. Jetzt sogar die Maske abgeworfen. Wie, du gibst dich als mich aus? Es kann nur einen geben. Heldenkönig, dass ich nicht lache. Ich bin der Heldenkönig. Ich sehe es im Hintergrund. Ich höre das nicht. Ja, das ist das Final Boss Thema von Awakening. Hey, hey, hey,
jeden Fall eines der besten Lieder im Spiel, welches auf den Rücken eines riesen Drachen ja stattfindet. Man kämpft auf den Rücken eines Riesendrachen gegen einen Riesendrachen. Wie deine Serie hat meine Serie gerettet. Oh, ich mach dich platt. Doch, Mann. Oh, frisst das. Oh Gott, ja. Mitten rein. Lucina kämpft nur mit. Oh, so viele Charaktere. Und Hallöchen. Die eine Klempner-Kopie, die es wirklich ins Spiel geschafft hat. Kann man natürlich nur einen nehmen, ne? Hat er nicht auch? Das ist Leute, die sich so beschweren, dass Waluigi immer noch nicht im Spiel ist, als spielbarer Charakter. Oh, meine Lieblingslevel. Oh, ich krieg lilane Münzen. Oh. Cool. Trocken bleiben. Oh nein. Oder nicht geschafft, das ist deine Schuld. Oh. Was den ja machen. Auf den A-Knopf dran gekommen. Meißeln. Nein, ein Klo. Was? Was war das denn? Er sieht nur so umgedreht. So, was? Mario kämpft nun mit. So, ja, da sind eine ganze Menge aufgetaucht. Noch ein Newcomer. Was ging wenig? Wenig gegen dich einsetze. Wo? Da. Wo? Aber wie ist schon mal alle Charaktere freigeschaltet, ne? Also fast alle. Ridley. Haben sich auch viele Leute gewünscht, glaube ich. Ich war nicht einer von diesen Leuten, weil ich keine Ahnung habe von Ridley und Metroid. Also war relativ latte, ob der zugekommen ist. Aber viele Leute haben sich halt gefreut, ne? Da ist er da passiert. Der Trailer von dem war richtig brutal, ey. Da sieht man einfach nur, wie Mario irgendwie von Ridleys Schwanz irgendwie aufgespießt wird, ey. War voll brutal. Komm her. Oder oh, die Lava-Wand ist gerade aufgetaucht. Sehr gut. Ja, Ridley sieht mir irgendwie wie der einzige Charakter aus, der irgendwie sich nicht zivilisiert irgendwie verhalten könnte, wenn es drauf ankommt. Einfach nur wie ein Monster aus, das alles töten würde. Also so Bowser und Ganondorf könnte ich mir so vorstellen, dass die irgendwie im Raum dieses Spiels hier so miteinander klarkommen können. Aber wirklich stelle ich mir irgendwie so vor, wie so ein Tier, das irgendwie alle abschlachtet. Also ja. Vielleicht ist das ja nicht so. Vielleicht hat der ja Charakter und ist ganz charmant. Ich habe halt nie Metroid gespielt. So, ein weiterer Newcomer. Ich weiß auch genau, wen ich gegen dich einsetze. Haben wir ja, haben wir sogar. Daisy, es kann nur eine geben. Ja, sie zieht ja was aus dem, aber Dings ist halt schon lange nicht mehr Peach gespielt. Ich werde
irgendwie einen Angriff habe und dann furzt irgendwie tot irgendwie als Konter. Ja. Okay. Genug rumgezappelt. Gespielt. Ja. Sich treffen. Ja, Daisy ist genauso wie Luigi irgendwie. Jeder mag, oh Gott, jeder mag irgendwie sie lieber als Peach. So wie Leute irgendwie mehr Luigi mögen als Mario. Oder bilde ich mir halt nur ein? Mit Po in die Fresse. Daisy kämpft noch mit. Bei sie habe ich mich schon mehr gefreut, dass sie dabei ist. Insgesamt 50 Kämpfer bestritten. 50 Kämpfe bestritten, okay. Ja, es geht immer noch weiter. So ist der andere Stirnband tragende Held aus Fire Emblem. Wen gegen mal? Wen nehmen wir denn? Wen nehmen wir denn gegen den schlechtesten Lord in Fire Emblem? Geschichte. Wir nehmen den besten Lord in Fire Emblem Geschichte. Und ja, Roy ist richtig kacke in seinem eigenen Spiel. Ist ein richtig schwacher Charakter. Das ist schon fast eine Beleidigung. Und Ike, dagegen ist Ike. Ike ist ein absolutes Monster in seinem Spiel. Das ist nicht mehr normal, ey. Den kannst du irgendwie in ganze Armeen reinschicken und der macht irgendwie alles in seinem Weg platt. Bei Roy musst du voll aufpassen, dass der nicht verreckt bei jedem Kampf. Deswegen weiß ich nicht, warum alle Leute irgendwie so scharf auf dem waren. Also, ich meine, klar, Roy ist schon cool, aber gibt viel bessere Hauptcharaktere in Fire Emblem. Oh, wie Feuer, ich habe auch Feuer. Meine sind blau. Ja, passt sogar, ne? War nicht schon immer blau? Radiant Dawn, da sind die blau. Oh, der hat mich gekontert. Dreck. Ah, wie kannst du es wagen? Das würde im Fire Emblem nie im Leben passieren, ne? So, dagegen muss ich Kirby nehmen. Also ja, ein paar Charaktere werden halt noch freischaltbar irgendwie bleiben. Ich halt noch nicht. Ich habe voll auf die Nusskrieger. Ja, die Triple D, komm. Sehe, du hast einen Hammer, ich auch noch mal hier. Jetzt lass ich ihn nicht so einfach fertig machen, ey. Oh Gott, mega Schaden, wenn ich so lange auflade. Hier geblieben. Nein, wird in seiner Ability klauen. So, ja, der kann auch nur einsaugen. Au. Yeah. König, So, ja, immer noch mehr. Hi. So ein random Charakter irgendwie. Ich weiß nicht, was ich mit dem anfangen soll. Ja, langsam fühlt sich jetzt hier. Ich glaube, ich hatte irgendwie so 30 Charaktere am Anfang der Aufnahme, ne? Und jetzt schauen wir hier, wie viel haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Es gibt so ungefähr 70 Charaktere, also ja. Und wie soll ich gegen ihn nehmen? Ja. Warum nicht? Okay, Stachy-Panzer. Ich habe gerade eine Aufnahme geguckt. Ich dachte, da stand jetzt gerade Itachi-Panzer. Du wirst einen Itachi auf deinen Gegner. Mein Gott, ist der groß, ey. Ist er irgendwie gewachsen? Blip.
Schlüssel. Aber Dreck. Abschalten. Ich kann mir nicht leisten, ja noch mehr zu verlieren, ne? Also ein paar Charaktere muss ich schon freischalten. Ey. Ich habe gesagt, ey. Oh. Ja, wir sind so nah an der Decke. Man muss halt rausfliegen. Rob kämpft nun mit ROB. So, weiter geht's. Dann haben wir noch einer meiner Mains. Aber gegen den war Fox Only. Da gibt es auch so eine sehr berühmte Meme. Fox Only, Final Destination, no items. Irgendwie glaube ich eine Anspielung darauf, dass den, ich glaube, Smash Bros. Melee irgendwie Fox der most broken Charakter war, so competitive mäßig und ja, wir haben die Leute sich so herausgefordert halt, ne? Fox Only, Final Destination, also die Stage, no items, um zu beweisen, wer der bessere ist. Ja, ich sollte vielleicht das mal einsetzen. Ist irgendwie ungewohnt, weil ich bei Fox ist das einfach nur eine Abwehr. Bei Falco ist das halt der Tritt sein Schild. Den benutze ich hin und wieder mal so als Angriff. Muss ich mich noch dran gewöhnen. Ja, genau so. Danke. Nein, mache ich ja. Mit Fox habe ich irgendwie Probleme gehabt im Dings hier in Multi Smash, weil ich mit dem irgendwie nicht gut Leute raushauen konnte. So gut, Falco kämpft nun mit. Es geht immer noch weiter und dann haben wir endlich mal einen, der mir gerade aufgefallen ist, den wir noch nicht haben. Mario. Ja, und es hat mehr oder weniger eine Filler-Folge eigentlich nicht, ne? Wir tun dann nach jedem Part irgendwie mehr oder weniger oder am Ende jedes Parts irgendwie einen Charakter freischalten. Ja, überraschenderweise komme ich mit Mario in diesem Spiel viel besser zu viel besser klar als in anderen Spielen, weil ich bin ja eigentlich der Luigi auf diesem Kanal. Wenn ich mit dem M-Master hier ganzen Mario-Spiel spiele, könnt ihr ja mal vorbeischauen. Wir haben letztens Mario und Luigi Superstar Saga komplett abgeschlossen. Koop. Also ja, wir haben beide Koop gespielt, obwohl das ein Einzelspieler-Spiel ist. Wenn ihr nicht wisst, wie das funktioniert, dann schaut euch mal das Projekt an. Boah. Werbung. Warum nicht in meinen Smash Bros. Videos diese Werbung machen, ne? Wir bekommen im Moment die meisten Views. Na komm. Oh, ich dachte, da prallt hier noch ab. Weil ich auch herausgefunden habe, hier Techniken. Man kann bei jedem Charakter nachgucken, wie die Techniken alle funktionieren. Ja, ist natürlich, denkt sich jetzt hier ihr Spiel, ja, ach nee, da müsstest du eigentlich doch schon alles wissen. Aber hier stehen dann auch so Sachen, die einen zum Beispiel nicht so klar sind. Zum Beispiel Feuerball habe ich letztens gelesen. Eine Feuerkugel aus Mario Sand, die sich je nach Untergrund der Stage weiter bewegt. Also je nachdem, auf was für einen Boden wir hier also schießen, desto weiter geht die, nehme ich an. Also ja, das sind so ein paar kleine Sachen, die man hier so herausfinden kann, die einen vielleicht nicht sofort klar sind. Es gibt immer irgendwelche so ganz kleine Sachen, die man irgendwie nicht automatisch weiß, und irgendwelche Attacken, die halt nur so kleine Gimmicks haben, die man vorher nicht kannte. Und ja, dafür, das fand ich gut, dass die jetzt so was haben. Aua. Pff, zum Glück waren wir ja unter der Wand. Ich glaube, ich wäre rausgeflogen. Oh nein, die Hand. Boom. Boah, wäre jetzt hier nicht die Hand, die Wand gewesen, die Decke, wäre ich rausgeflogen. Zum Glück bin ich da 10.000 Mal auf und ab umgeballert worden. So, Herausforderung, es geht immer noch weiter. Hey, guck mal, das ist ein Charakter aus Melee, wenn ich mich nicht irre.
Ja klar, Melee. Melee habe ich nie gespielt. Ich hatte nie eine GameCube, also konnte ich halt nicht spielen. Wollte ich aber immer. Ich bin immer bei Freunden irgendwie GameCube gespielt und als ich zum ersten Mal irgendwie so Mario Kart und so was alles gespielt habe, habe ich mir immer gedacht, boah, die GameCube ist eine viel bessere Konsole als die PS2. Aber mittlerweile ist die PS2 die meistverkaufte Konsole der Welt, also offiziell, also ja, ich hatte doch die bessere Konsole anscheinend. Aber wenn ich so Leute gesehen habe, die irgendwie Smash Bros gehabt haben und Mario Kart, dann war ich schon so ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Aber jetzt habe ich ja auch die ganzen Nintendo Konsolen, jetzt kann ich die ganzen Sachen spielen, so oft ich will. Ja. Also ja, jetzt muss ich nicht mehr immer erst zu Kollegen gehen. Ironischerweise hat jetzt niemand außer dem Metal Mario Master Nintendo Konsolen. Früher hatte die irgendwie jeder. War irgendwie sehr komisch, jetzt wo ich darüber nachdenke. Jeder hatte irgendwie eine GameCube, aber niemand hat eine PS2 gehabt. Jetzt hat jeder eine Xbox und niemand hat eine Nintendo. Das ist irgendwie komisch. Ich krieg irgendwie Pitch schon nicht raus. Ist eigentlich nicht so überraschend, weil so gut bin ich nicht mit Pikachu, glaube ich. Wow. Oh. No, Pichu kämpft nur mit. So, es geht immer noch weiter. Neuer Gegner, das ist nicht Simon. Glaube ich. Gerade wenn wir jetzt Simon hätten, dann könnten wir jetzt den einsetzen, aber nein. Wen nehmen wir denn? Weil es dann eine ähnliche Serie wie Castlevania. Ja, gute Frage, ne? Sehr gut, Frage. Falco, Star Fox, das ist doch fast genau gleich, ne? Castlevania gegen Untote und Vampire kämpfen, das ist so fast genau gleiche wie Tiere, die irgendwie sprechen, auf zwei Beine laufen und mit Raumschiffen durch die Gegend fliegen, oder? Ich dachte, er ist aber Thema von Fire Emblem Fates. Boah, diese Seitwärtsattacke von Falcon und Fox, die sind beide ganz schön langsamer geworden. Früher war es richtig so, jetzt ist also blink, blink. Au. Ich komme irgendwie gegen die Castlevania Charaktere nicht an. Boah, ich wollte schon sagen, wenn er mich jetzt damit getroffen hätte, ne? Meine ja. Du bist dieser. Ich warte da schon so geduldig. Ey. Oh Gott. Ja, hab ich schon gedacht. Oh Gott. Ja, aber eine Reichweite mit ihren Peitschen. Nee. Nein. Und das ist ein Medusa-Kopf. Jetzt Castlevania nur so vom Angry Video Game, ne? Der tut andauernd irgendwie Anspielung an die Serie machen, weil er denkt, das ist eines der besten Videospielserien der Welt. Da fliegst du jetzt mal raus. So, diesmal aber Richter, der sieht ein bisschen aus wie Jonathan Joestar, wenn ihr mich fragt. So ein typischer Jojo Charakter. Ja, es geht immer noch weiter. Ja, haben wir den Podolski. Und sich auch viele Leute immer gewünscht hat, der zurückkehrt im vierten Teil. Weiß nicht. Ist auch mehr oder weniger so eine kleine Kopie von Ness. Ich fand Ness immer besser. Mit den seinen Attacken kam ich ein bisschen besser klar. Dumm. Ja, so weit geht das nicht. Ich kann eigentlich hier oben stehen, ne, und die ganze Zeit den hier machen. Ich glaube, Lukas Donner kann mehrmals durch die Gegner durchrennen, ne? Aber ich, dafür kann Ness Feuer halt so bleiben. Also, boom.
Boom, perfekter Sieg. Sehr gut. So muss das. Lukas kämpft nun mit. Ah, da war's. Okay. Gut, perfekt. Wir haben 35 Minuten und wir haben jetzt, weiß ich nicht, wie viele Charaktere freigeschaltet. Kann man jemand ziehen? Fand ich gut. Lass mal in die Truhe gehen. Ich habe, glaube ich, ein bisschen Geld von den ganzen Multi-Smashs. Also mal kaufen wir uns Mii-Kleidung. Ja, warum nicht? Und Zeugs. Das Gefühl, ich sollte mein Geld für irgendwas aufbewahren, das ich jetzt schon wieder vergessen habe. Aber ja, hab schon wieder vergessen, was. 3600 muss ich ausgeben, okay. Ne, kriege ich nicht mehr zusammen. Aha. Final Destination Version 2. Ah ja, da kann ich noch. Ja. Warum ist das Snake so? Ja, ich will auch. Hat den Audio 750 oder mehr Musiktitel frei. Ich habe schon 750 Musiktitel freigeschaltet. Okay. Mit euch würde sagen, das war's für diesen Part. Wir haben halt viele Charaktere freigeschaltet, ne? Aber immer mehr. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye.